sehr, was die malen und grüß euch, die Buben. Ja, Freunde, ich bin einmal wieder unterwegs. Lang habt ihr zu mir nichts gehört. War ein bisschen arbeitsmäßig eingespannt. War nicht sicher, 3-4 Wochen keine Videos. Heute 10 Grad. Das nutze ich mir aus. Zeit habe ich auch ein bisschen. Und ich denke einmal, die Ache noch erkennt, da waren wir eh schon mal. Da geht es jetzt ein bisschen da oben in den Dschungel. Und will mir ein bisschen eine gemütliche Zeit heute machen. Ja. Ich denke, ihr seid sowieso dabei. Also, wir sehen uns später. Ah, während der da oben sein Krawall macht, die ersten Schneeglickerl. Geil, supi. Ja, keine Ahnung, was das ist. Schön rot, schaut aus wie ein Schwammerl. Gigantisch, gefällt mir. Ja, wirklich schon schick aus. Na ja, ich sag einmal, das sollte reichen. Ja, auf alle Fälle hast du ein bisschen aufpassen, weil die Wildschweine werden gerade junge auch haben. Ich meine, ich tue jetzt eh riechen. Im Augenblick rieche ich keinen Magi, aber was weiß man, vielleicht rennt uns was für die Flinten. Zumindest für die Kameralinsen. Flinten brauche ich keine. So, jetzt habe ich gerade einmal aufs GPS geschaut, weil ich denke, da vorne muss ich wo zu einem Graben kommen, wo das Wasser drin ist oder auch nicht. Ja, GPS. Interessiert euch vielleicht, was Fernseh verwendet. Dasselbe wie ist vielleicht. Da oben scheint es durch die Bahn durch. Gelb und rund. Das ist mein GPS. Specht. Ja. Ziemlich austrickert da herum. Da vorne ist noch ein bisschen was drin. Da schauen wir mal hin. Ja, da ist so ziemlich der letzte Rest. Da werden wahrscheinlich genug herkommen zum Saufen. Also Spuren gibt es da in Hülle und Fülle. Natürlich alles sehr wach da. Ja, da ist auch noch ein bisschen Wasser drin. Haben die Viecher wenigstens was zum Saufen. So. Wir schauen, dass wir da jetzt irgendwie da oben kommen. Weiß zwar noch nicht wie, aber schauen wir. Da ist ein bisschen weniger dicht, sehe ich. Und ist wieder warm. Puh. In die Richtung werden wir mal zischen, da müssen das andere Gewässer noch sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dort möchte ich auch noch schauen, was dort los ist. Und ja, irgendwo dann da hinten möchte ich mir eine Kleinigkeit essen, weil wir haben jetzt 3-4 Lanz und jetzt hungert schon schön langsam. Da vorne steht der Silberreiher. Schau ja, wie den da wische. Der Silberreiher ist mir leider abgepasst und die Schweine gehen wir schon ganz. Wie schaut es da recht schön aus. Was ist auch noch genug drin? So, jetzt bin ich da gute 4 Stunden beim Wasser gestanden, ob da irgendwas daherkommt. Ein Getier, aber ja, dem war nicht so. Jetzt habe ich aber schon Hunger und habe jetzt ein schönes Bäumchen gefunden. Und den werde ich mir jetzt einverleiben und einmal eine Kleinigkeit essen. Ja, ich glaube, da machen wir es jetzt gemütlich. Ah,
Badge vom Beat. Danke Beat an der Stelle. Der wandert natürlich mit, zeige ich den gleich näher. Ja, wie gesagt, danke nochmal für den Badge Beat. Der schaut auch geil aus und ist natürlich live dabei. Ja, was habe ich heute dabei? Ich habe heute den Uncle Benz mit vom Dennis. Vom Paket, was mir der Dennis geschickt hat. Das Unboxing-Video verlinke ich da oben nochmal. Das war ein gewaltiges Backel in dem Sinne nochmal. Dennis, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wie gesagt, vom Dennis den Uncle Benz werden wir machen. Ich habe ein paar Speckwürfeln dazu, die werden wir noch ein bisschen anrösten vorher. Und ja, ein bisschen verfeinern jetzt mit meinem Bärlauch. Ja, hätte ich mir nicht mitnehmen brauchen, da ist eh auch noch genug, aber ist ja wurscht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir es halt einmal an, richten wir mal alles her. Ja, ich habe mir mal wieder alles aufgebaut. Wie gesagt, es gibt heute diesen Uncle Benz von Dennis, den mache ich mir. Dann habe ich noch ein paar so Speckwürfeln habe ich noch dabei, die brate ich mir vorher noch ein bisschen. Und wie gesagt, der Bärlauch kommt noch dazu, den schneide ich dann noch schön klar. So, ein kleines habe ich mir schon gemacht. Werde ich da herum befeuern. So. So, die kommen als erstes. So, so stellen, dass sie die Finger nicht verbrennen. Ja, herrlich. Herrlich. Bist du nice? Mhm. Ja, und das sage ich jetzt am ersten Ehen. Gewaltig. Mhm. Ja, und jetzt soll ich noch mal einer sagen, da rennt euch nicht das Wasser im Mund zusammen. Hm? Na, mir schon. Ja, Dennis, das Mittagessen ist halt dir zu Ehren. Kann mich nicht mehr wieder bedanken, das lasse ich mir jetzt extrem schmecken. Mahlzeit, Dennis, und Mahlzeit alle anderen natürlich auch. Mm. Geil. Vom Feinsten wieder mal. Und das im 5-Sterne-Restaurant. Noch ein Schluckel Champagner dazu. Naja, Champagner ist nicht gerade ein bisschen ein Energy. Der tut sich auch. Prost. Ja, Freunde, mein Pfännchen ist komplett geleert. Nein, 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 nicht. War ja wirklich extrem leckeres Essen. Ja, ihr wisst, es kommt jetzt ein Käffchen, aber nicht aus der Bioletti, sondern heute vom Dennis, so einen fixfertigen Cappuccino. Und den werden wir jetzt machen, das heißt, wir brauchen ein Wasser. Das werden wir jetzt einmal warm machen. Ich habe jetzt schon mal einen Drange eingestellt. Den werden wir jetzt einmal anzünden. Geht er recht flott mit dem Buben. Ja, das ist okay, heißer muss das nicht sein. Ja, ein Schaumhaberl drauf, wie es gehört für ein Cappuccino. Ah, oi. Kinder,
gar nicht sagen, wie ich mich freue auf den. 4 Wochen draus kann trunken. Der erste nach langen. Ja, meine Krankensessel, ich hoffe, dass da keine mehr krank sind. Ihr seid jetzt inzwischen eh schon alle hoffentlich gesund. Und die Gesunden werden mir nicht krank. Und Prost an alle und besonders an die Dennis. Gell. Danke nochmal. Ja, der ist gut. Ah ja. Ein Cappuccino, der kann was. Ist auch ein bisschen mehr drin als wie mein Bialetti, mein Espresso immer. Aber ja, echt schön einmal wieder draußen zu sein. Das ist. Kann ich das gar nicht sagen, wie mir das angegangen ist. Weil da haben sie richtig eingesperrt. Naja, viel daheim war ich ja leider auch nicht. Ah, jetzt muss ich mich richtig sputen. Ja, Käffchen ist fertig. Wasser ist auch fertig. So, fangen wir mal an. Mal ein bisschen rühren. Ja, ich genieße jetzt ein bisschen meinen Seelenwärmer. Werden wir jetzt meine Seele wärmen und das Bauchel ein bisschen halt. Eher das Bauchel, Seele brauche ich nicht gewärmt. Ich habe da ja voriges Jahr im November von One Tigris ein neues Tab zugeschickt gekriegt mit einem Moskitonetz. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, das liegt nicht mehr neu daheim. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Das kann man mit 2 Trekkingstecken aufstellen, also das Moskitonetz steht von der Lado, ist ein richtiges, wird zeltartig. Und auf die Trekkingstecken kann man dann noch das Tarp zuspannen, das hat vorhin so Wings noch drauf, also nicht schlecht, aber brauche ich wieder ein bisschen Zeit, dass ich das alles herzeigen kann, aufstellen. Brauche ich wieder ein bisschen Ruhe. Und Ruhe wird es dabei noch keine geben. Wir haben Hochsaison gerade drinnen in der Arbeit. Und ja, werden wir schauen, ob wir noch Samstag brauchen oder ob es so jetzt auch geht. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt werde ich da meine Ruhe, meine Seele fertig wärmen und dann schön langsam wieder zusammenräumen. Ah ja, immerhin haben wir es 2:45. Gut, wir haben es jetzt eh schon, jetzt ist Mond, also hell ist. Sonnenuntergang ist 17:14 Uhr, also jetzt bleibt es wenigstens schon mal eine Spur länger hell. So, na putzen brauche ich da halt nicht viel. Da ist eigentlich eh alles Palette. So, jetzt schaue ich noch einmal runter zum Wasser, ob ein paar Viecherl dann vielleicht da sind. Und dann gehen wir schön langsam rein durch. Gehen wir. Ja, ich habe mir zwar gedacht, dass der noch mal in die Höhe fliegt, aber er will einfach nicht aufsteigen. Ist egal, jetzt gehen wir schön langsam zurück. Puh, da ist alles über die Brücken voll. Ja, da geht nichts mit meiner akrobatischen Leistung. Wir werden da unten vorbeigehen. Ich schau Wahnsinn, was da angeschwemmt worden ist. Wenn du denkst, dass da mit den Brücken eigentlich so fast schon komplett unter Wasser war oder auch schon komplett unter Wasser und jetzt alles zu von hinten. Gewaltig, naja. Und wir tun mal einen Weg aufbahnen. Schaut schon gigantisch aus da. Thank you.
überall so kleine Dümpeln. Natürlich alles sehr feucht da. Feucht, gatschig und voller Flieger. Ja, da drüben waren wir vorher. Dann da drüben waren wir auch schon, das haben wir auch schon überquert. Jetzt schaut euch einmal die Mispeln da oben an. Boom, voll alles. Gigantisch. Also Freunde, da liegen ordentliche Gaxis. Also, und gar nicht so wenig. Ich habe keine Ahnung, was für Fisch das ist. Der, was solche Häufchen macht, muss ja ein Elefant sein. Gewaltig. Also, und das einer weiß, was das für Viech ist, ab in die Kommentare. Naja, verdammt näher Sturmschaden, so wie das ausschaut, der ist noch nicht lang geknickt. Ja, ich sehe schon. Da oben ist er was runtergekommen. Da vorhin war der drauf. So, da vorhin muss ich in etwa mal hin, dann komme ich wieder auf den Weg, hoffentlich. Ja, jetzt bin ich eigentlich mitten am Weg und schaut euch das her, was da runtergekommen ist. Schauen wir mal, was hat der nicht da? Ja, ich sage mal so 20 Kilo. Und wenn euch der auf die Birnen fliegt von da oben, gute Nacht. Darum heißt es immer, wenn ein Sturm ist, geht es hier ohne den Wald. Das ist kein Spaß. Ja Freunde, das war es einmal wieder von unserer Tour. War heute wieder einmal schön nach langem, tolles Wetter, leckeres Essen, schöne Gegend. Ja, ich sage einmal wieder, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Mal und pfiat euch die Buben. Stimmt es? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.